Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. Boom, drück einen Knopf. Ich bin wieder im Titelmenü. Ich bin, glaube ich, Es sind 2 Stunden seit der letzten Aufnahme vergangen, seit dem letzten Part. Und ja, ich bin wieder im Hauptmenü, weil normalerweise will ich euch hier im Ladebildschirm begrüßen. Weil sobald man hier speichert, springt man sofort ins nächste, in die nächste Cutscene, ne? Und ja, da muss ich dann immer sofort das Spiel beenden, wenn ich danach nicht mehr plane aufzunehmen. Aber ich bin ja jetzt 2 Stunden wieder da, ne? Weil ich muss mehr von diesem Spiel spielen. Ich finde das Spiel gut. Bis jetzt finde ich das Spiel gut. Mir macht Spaß, obwohl ich nur nicht mal 1 Stunde gespielt habe, ne? Und die erste Präsentation ziemlich gut. Ich habe die zusätzlichen Inhalte mal abgecheckt. Also ich habe jetzt nicht wirklich nachgeguckt, was da drin ist. Alles, was ich gesehen habe, ist, dass am 20.01., was der Release von diesem Spiel ist, wird das erste DLC freigeschaltet. Und ich glaube, da kann man Charaktere von Fire Emblem Three Houses freischalten, als Bündnispartner, heißt das, ne? Und dann waren da noch 3 andere DLCs, wo ich mich erstmal zurückhalten werde, ne? Und die kommen anscheinend alle am 31.12., was irgendwie keinen Sinn macht, ne? Ich glaube nicht, dass alle 3 auf einmal kommen, ne? Und am Ende des Jahres auch noch. Wäre ein bisschen doof, glaube ich. So, jedenfalls, letzte Folge haben wir das Spiel gestartet und wir sind dieser Würmgott, der 1000 Jahre lang gepennt hat und voll der Obermacker ist. Und jetzt müssen wir zu unserer Mutter gehen, die Würmgöttin, ne? Wir haben ein paar Leute getroffen, einen alten Mann und 2 Zwillinge. Und mal sehen, wie es jetzt weitergeht, ne? Wir haben ein paar Monster bekämpft, wir haben Marv beschwört, wir sind endlich erwacht. Oh, im wahrsten Sinne des Wortes. Habe ich gerade erst gemerkt. Weil normalerweise, keine Ahnung, erwachen ist immer irgendwie ein sehr populäres Wort in Fire Emblem nach dem 13. Teil Fire Emblem Awakening. Von daher habe ich gedacht, die haben das einfach nur so reingeschmissen. So, weiter geht's. Gucken wir mal, was jetzt so passiert. Und wie beeindruckt alle jetzt mit meinen Fähigkeiten sind. あの、すみません。僕たちが前に出てきたせいで。そんな謝るのは私の方です。2人とも。Nachdem ich euch gesagt habe, ihr seid. Awesome.倒した ist bestimmt dieses eine Mädchen, das wir gesehen haben im Intro. Ja. Yep. Kannst du mit so was von sterben? Gewöhnt doch nicht zu sehr an sie. Sie wird vielleicht sogar heute noch sterben. あなたが目覚めた気配なして。早く会いたくて飛んできたの。どこも痛いところはない。体が動かしにくいだとかは。大丈夫です。よかった。母さん、ずっとあなたに会いたかったのよ。あなたが母親？どうしたの？まさか、あなた。 ルミエル様、実はお目覚めになられた時からご自分のお名前以外の記憶がないんです。
そういうことなのね。ごめんなさい。あなたにとっては我がことの再会なのに。私こそ気づけなくてごめんなさい。嬉しくてつい全力で抱きしめてしまったわ。そう。全て忘れてしまっているのね。ずっと眠っていたのだから仕方ないわ。千年もの間。 Ich habe so das Gefühl, unser Hauptcharakter ist ein bisschen böse oder hat eine dunkle Seite, auch wegen dem Intro. Das Intro, das ich hier vor reingeschnitten habe, da habe ich ja auch diese kleine Szene gezeigt, wo man irgendwie gesehen hat, wie sie irgendwie traurig da stand und wir haben irgendwie komplett rote Haare gehabt. Mit irgendwie voll dem bösen Gesichtsausdruck. Wir sind sowas von böse, ne? Vielleicht waren wir sogar der Dämon. Vielleicht waren wir ja der Drachenlord, ne? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ne? Die sind zufälligerweise genau eingepennt, dass dieser Drache irgendwie versiegelt wurde, ne? Oh Gott. Habe ich schon den Plot des Spiels irgendwie gelöst? Die Sache ist halt, oh, jetzt haben wir zwei Charaktere drin. Oh, cool. Erkunden. Oh, wir haben wieder sowas. Dein Kampf abgeschlossen, kannst du die Karte freikunden und dich mit anderen verbünden unterhalten. Halt die Augen nach Fundstücken auf dem Boden offen. Wenn du deinen Erkundungsgang beenden willst, gibst du dich zum Ausgang oder öffnest mit dem Menü das Auswählen abbrechen. Okay. Okay. Warte mal hier. Ich habe irgendwie eine Nachricht bekommen. Das habe ich schon vor dem letzten. Ah, hier kann man endlich mal Sachen einstellen. Da Tanzanimation. Oh, was kennzeichnet den Spieler? Erste ein aus. Nur die ersten Bündnisanimationen. Nee, tun wir die mal komplett. Spielgeschwindigkeit, ja, lass mal nochmal mal. Und nein. Direkt Cursor. AP-Balken. Raster Sichtbarkeit müssen wir nicht. Zusatz im Kampf. Ein und aus. Oh, ihr seid eine Menge Sachen, sehe ich gerade. Da habe ich irgendwie vermisst. Hm. Am Anfang konntest du irgendwie im Hauptmenü konntest du irgendwie nichts umstellen. Okay. So. Das ist das blaue Ding. Ich habe keinen Sammeln. Nein. Okay. So. Lumera. Oh, bin so unglaublich glücklich, dich zu sehen. Es ist wie ein Traum. Wir sollten jedoch lieber nicht zu lange verweilen. Wir können noch weitere Feinde lauern. Es ist ermüdigend, Königin Lumera, und euch endlich wieder fein zu sehen. Ermutigen, nicht ermüdigend. Entschuldigung, Sir. Euer Gedächtnis mag sie überrascht haben, doch sie scheint guter Stimmung zu sein. Hm. Okay. So, und ihr beiden. Ich bin echt Sorgen gemacht, aber wir haben es überstanden. Dass wir in Sicherheit sind, haben wir euch zu verdanken, göttlicher. Hey, was ist eigentlich mit dem Kerl passiert, der aus eurem Ring kam? Der Kerl ist mein Husband und er hat einen Namen. Er hat so unglaublich toll aus auf dem Schlachtfeld. Ich meine, klar, was auch sonst. Ihr seid schließlich ein Würmgrund. Habt ihr euch dabei verletzt? Ich hoffe doch nicht. Aber falls nötig, kann ich euch erstklassige Heilung anbieten. Ein bisschen größer, als ich gedacht hätte. Die werden irgendwie Kopf klein als ich. So, da habe ich schon was gesehen. Nüsse. Die ist nat. Okay. Hey, was geht ab? Ich einsammeln. Nein. Okay. Ich weiß nicht, warum ich gedacht hätte, dass ich einen Vogel einsammeln konnte. Okay. Bin ganz ehrlich, wenn es hierbei bleibt mit so wenig Erkundung, dann bin ich damit noch zufrieden, weil die Schule in Free Houses ging irgendwann auf Nerven, weil die so riesig ist und da war irgendwie mal nicht so eine Ackerarbeit mehr, die du jedes Mal zwischen den Kapiteln machen musstest. So ein kleines Gebiet wäre für mich perfekt, ja, aber wir sind ja noch am Anfang, da kann ja noch viel passieren, ne? Vielleicht kommt da jetzt noch
irgendwie was. So, habe ich alles eingesammelt? Ja, ne. Ich hab's ja nur Nüsse. Was machen die überhaupt? Ich erzählen. Zeichnung für alle üblichen Bäumnisse werden manchmal getrocknet. Einige Exemplare sind das klein. Das hat mir jetzt nicht geholfen. So, auf. Ja, ne. Weiß, ne. Okay, das geht. Warte, lass mich speichern. Ich hier. Ich muss erst mal gucken, ob die Aufnahme und so geglückt ist, ne? Und nächstes Kapitel. Okay, Mom. Und ja, sie wird sowas von sterben. Sehe ich jetzt schon kommen. Eltern in Fire Emblem spielen. Überleben. Aber das war im Trailer. Im ersten Trailer. Und da sieht man die ganzen Hauptcharaktere. Von dem ich hoffe, dass die alle vorkommen. Das wäre awesome. Brodia. Und ich sag jetzt schon voraus, das sind alles die Länder, wo die ganzen Hauptcharaktere hier vorkommen, ne? Wie man im Intro gesehen hat. Der eine blonde Typ, der aussieht wie Dimitri. Magier Waifu. Komikaya. Das war Marv. Und dich. Hey, du bist der Typ, den wir erledigt haben. Okay. Fire Emblem, engage. Okay, cool. Kapitel 2, Königin Lumera. Yokoso. Naja, das haben die von dem einen Land auch gesagt, und dann kamen die Gegner. ただいま戻りました。 ありがとう。ダメね。嬉しくて涙が出そうだわ。ルミエル様。バンドレ、クラン、フラン、竜の森人たるあなたにはお礼を言わないと眠る我が子を失った。いや、ファイナーが死んだ。感謝いたします。もったいない言葉です。本当にもったいないお言葉です。嬉しすぎてまた外をするかも。 褒められてしまった以上、今後も伸び続けるしかありませんね。それにしても驚いたわ。リトスの地に異形兵が現れるなんて。異形兵？あなたたちが草原で戦った敵のことさ。あの化け物ですか。私は奴らが苦手です。見ると背筋が凍るような感覚が。いい顔してる。うん。まあ、いや、あれは。 死した人間が悪しき力で蘇った生ける屍。千年前の戦争でも邪竜が使役していた兵たちよ。幾千万もの超実力を持った。このエレオス大陸は平和だったのだけれど、千年前突如としてジャークな存在が現れたの。それが邪竜ナワソンブロー。奴がどこから来たのかだけは。 どれだけ調べてもついに手がかりがつかめなかった。けれど戦を仕掛け、破壊の限りを尽くす者たる以上、
Also war draußen, hat die ganze Zeit gesagt, Krieg getoben, wir waren hier am Chillen. Oder ob du damit verbunden bist. In sowas von der Bösewicht oder irgendwie so was. Ne, ich sehe jetzt schon. Mag die Dämonen kann ich nicht. Und falls doch, verwandle ich mich in einen Drachen und verbrutze die alle. Oh, danke. Muss Bando machen. Muss man denken, manchmal den Controller, den rechten Stick zu bewegen, damit nicht der Bildschirmschoner hier aktiviert wird von meiner Switch. Hey, das hat Hauptmenü. 指輪の魔よ。紋章師の指輪が安置されている部屋。 Hier haben wir alle Teile vom Fire Emblem gesammelt. Wir haben die gesamte Kollektion. Zobla und Zwillinge. Oh, Erika und Ephraim. Fire Emblem 8. 導き手の指輪があるの。マルスの宿る英雄王の指輪と同じように。 Das Spiel hat jetzt schon viel mehr Fanservice. Fire Emblem Warriors. Das Spiel war irgendwie vermarktet mit oh, Spielcharakter von allen Fire Emblem, von dem ganzen Fire Emblem Universum. Was für Charaktere kommen da vor? Von 3 Spielen. Fire Emblem Fates Awakening und Fire Emblem 1. Und dann noch 2 Charaktere von 7 und 2. Das war's. Kein Ike, kein Roy, gar nichts. Habe ich schon immer. Okay. Hier ist schon mehr Fanservice als in dem Spiel. Und ich liebe es. Haben Bösewichter auch Ringe? Ein Hauptbösewicht dann? Hat jemand Aschnaht im Fire Emblem 9? Also die Orden sammeln. Diese Regenten sind alles die Charaktere aus dem Intro, nehme ich an, ne? Die so sehr präsent waren im Intro. あ、ゴッド。あなたは間違いなく私の声。あの時、頭の中に呪文が。呪文？だ、ワン、ハーン、マイン。 Mikrofon, dann wollte ich ja abmachen. Ich war aus Versehen einen Control-Anknopf gedrückt. Mit meiner Hand wieder zurückgekommen bin. Also schmeißt mich nochmal in Gefahr, ne? Und dann werden noch mehr Ringe. Ah, nee, ich habe ja nur den einen Ring, ne? Ich fühle mich, als wird mir ja gerade erklärt, wie das Spiel funktioniert. Im Sinne von, okay, das sind die Funktionen in diesem Spiel hier. Dieses Spiel handelt es um Ringe, okay? Hier, so funktionieren die Ringe. Komm.
Verwandle ich aber nicht in den Drachen, ne? Bitte nicht. Hey, bekämpfen wir unsere Mutter, bevor sie stirbt. So, heißt ja, einer beiden Klebs habe ich jetzt auch. Okay, die eine hat ein bisschen Augenschatten, aber trotzdem. Nämlich am Fire Emblem Fates, wo die random Gegner Designs irgendwie cooler aussahen als die Hauptcharaktere. Okay, da sind noch zwei Gegner. Hey, ich habe gesehen. Waffen haben unterschiedliche Reichweite. Bögen zum Beispiel treffen Ziele aus einer Distanz von 2 Feldern. Waffen mit einer Reichweite von 1 können keine Distanzangriffe. Waffen mit einer Reichweite von 2 keine Nahkampfangriffe kontern. Yep. So, oh, jetzt haben wir die beiden. So, ich habe abgecheckt, ne? Ihr habt alle die gleichen persönlichen Skills, ja? Nur in anderen Farben. So, weil ich noch nicht gecheckt habe. Unsere Waffen haben unendliche Benutzbarkeit, sehe ich gerade. Oh nein. Kann ich ja mal auch unzoomen. So. So, Waffen haben keine Benutzbarkeit. Das heißt, oder? Nee. Das heißt, ich kann die unendlich benutzen. Sehr geil. Das bedeutet aber, die Waffen sind wahrscheinlich schlechter, ne? Weil jedes Mal, wenn Waffen unendlich benutzbar sind, dann sind die meisten schlechter. Okay. Du hast einen Heilstab, ne? Zweitstufe. Okay, Heilstäbe haben, aber du bist in Kampfposition. Oh ja. Ja, sie ist ja auch ein Kampfmönch, ne? Ist das? Der leichte Nahkampf. Jetzt der Anwender den Kampf greift er 2-mal an. Oh, das sind wie Handschuhe, wenn ich Handschuhe. Gauntlet. Okay. Das Gebiet ist ein bisschen größer. Ich habe das Gefühl, kommen noch mehr Gegner. So, warte mal hier. Mimesis. Seelenloser Soldat durch Geheimtechnik erschaffen, ohne eigenen Willen, befolgt Befehlen seines Meisters. Ich habe jetzt übrigens, das ist jetzt übrigens immer noch nicht. Okay, Waffendreieck oder nicht? Warte mal, irgendwas habe ich. Was habe ich noch mal bekommen? Muss vergessen. Wird irgendwas nachholen, ich habe vergessen. Ja, ja, allerdings. Hattest du nicht irgendwie Schwert? Bessere Schwertfähigkeiten? Schwertlevel da. Ach, da ist das Waffenlevel. Ah. Also welche Waffen man tragen kann, ne? Ja, er hat natürlich S, weil er weiterentwickelt ist. Ja, sie hat Stäbe B und C, alles klar. Bücher, ja. Okay,
Stark Seiten. Ja. Da unten steht auch physisch Schaden 13. Das heißt, hat mal Geschwindigkeit 4. Du müsstest ihn eigentlich doppeln, ne? No. Hat meinen Status ab. Ja, Magie kann aus 2. Das 1 oder 2 Reichweite treffen. Magische Angriffe verfügen über eine hohe Reichweite, können aber auch gegen unmittelbar angrenzende Einheiten angesetzt werden. Magie ist oft effektiv gegen Gegner mit stark physischer Verteidigung. Magische Angriffe für mystischen Einheiten ignorieren alle geländebedingten Boni auf Ausweichen eines Gegners. Mystische Einheiten können auch über große Entfernungen und unter erschwerten Trefferbedingungen Treffer erzielen. Irgendwie so Zweitklassen oder so. Okay. Oh wow, er macht voll fertig. Ich glaube nicht, dass das hier alles ist. Ja. Ja, lass mal Zwillinge einsetzen. Die sind noch Level 1. Weiß nicht, ob mir hat gefällt. Ich glaube nicht, dass ich meinen Heiler irgendwie zum Schützen einsetzen will. Nebelkämpfe von gewissen Klassen wie Kampfmännchen verwendet werden, um Verbündeten zu assistieren oder Gegner zu beeinträchtigen. So können beispielsweise Heilstäbe eingesetzt werden, um die Kraftpunkte eines Verbündeten wiederherzustellen. Wir sind nützlich, sind jedoch nur begrenzt oft einsetzbar. Hier adept Einheiten. Hier Adepten beherrschen eine Technik namens Projektion, mit der sie benachbarte Einheiten von gegnerischen Angriffen beschützen können. Mit Projektion erleidet der Verbündete keinen Schaden. Stattdessen erleidet der Hier Adept Schaden in Höhe von 20% seiner Maximal-KP. Dem Schaden, der ausgeteilt wird, oder immer? Von den AP. Geschützte Einheiten überstehen den Kampf unbeschadet. Projektion kann nur eingesetzt werden, solange die Hier Adept voller KP hat. Ah, okay. Okay. Ah. Einsetzen, das aber automatisch. Okay, das macht ein bisschen einfacher. Ja, du machst mich fertig. Ja, mit euch beiden zusammen müsst ihr eigentlich. Nein, du machst ihn schon fertig. Das gibt's doch nicht, Mann. Ha, gibt also Waffen rein. Schwert schlägt Axt, Axt schlägt Lanze, Lanze schlägt Schwert. Gegner können mit dem Staatseffekt Bruch belegt werden, wenn sie einen Treffer von einer Waffe mit Waffenvorteil erleiden. Okay. Einheiten mit gebrochenen Kampfstand und können bis zu ihrem nächsten Kampf nicht kontern. Seine Chance zum Angriff. Oh. Götter haben einen Vorteil gegen Äxte, Äxte gegen Lanzen, Lanzen gegen Schwerter, Nahkampf gegen Bogen, Bücher und Messer. Achso, also Nahkampf ist effektiv gegen alle fern. So. Wir können ihn hochheilen. Ja, sie kann ihn hochheilen und dann kann er. Du machst dann niemanden ja fertig, ne? Du machst eine Menge Schaden, aber das ist schon okay. Ist mir auch ein Tutorial? Nein, okay. Na gut, dann gehen wir hier rein. Ich hab viel Schaden. Falls ich überhaupt getroffen werde. Aufmerksamkeit. Nice. Sieht er dann immer? Das ist interessant. Ja, du bist gar nicht. Das war eigentlich Lumera. Wir haben Göttin und Regentin des Heiligen Landes Lythos besiegte vor 1000 Jahren den Mondrachen. Liberation. Warum hast du die Waffe von dem Typen, gegen den wir im ersten Kapitel überkämpft haben? Oh Gott, sie ist sowas von tot. So,
Also du kannst mich jetzt nicht kontern, das heißt, ich kann jetzt mit dir da rein, ne? Macht zwar nichts an Schaden, aber warum nicht? Warte mal, du machst, du wirst hier nicht fertig machen, oder? Geschickt hier, geschickt. Da kommt rein. Erfahrungspunkte. Bonk. Sehr geil. Dann gehst du mal hier rein. Und du gehst, glaube ich, neben ihm. Wir wahrscheinlich neben ihm, ne? Damit der mehr Wert bekommt, ne? So, jetzt bist du weg. Donk. Und er geht jetzt wahrscheinlich auf meine Heilerin los, ne? Ja. Oh, du bewegst dich jetzt. Oh, oh. Nehmen wir an, es kann eigentlich noch niemand sterben in dem ersten Kapitel, ne? Aber man möchte es ja trotzdem verhindern, ne? Wie stark bist denn du? 16 Angriff, Möglichkeit 6. Okay, greifst du? Du hast ein Schwert, ne? Physischer Angriff 16. Hm, sie ist sowas von tot. Außer sie kann sich, nein, sie kann sich wieder sein können, ne? Das hat jetzt anders. Natürlich jetzt nicht. Warte, okay. Warte mal. Geschicklichkeit 9, niemand wird gedoppelt. Wenn jemand, glaube ich, hier mehr Geschicklichkeit hat als als der Gegner, dann wird man nämlich gedoppelt. Und das möchte ich verhindern. Ach, da unten sieht man den. Ja, natürlich ein super Move, dass ich hier sofort mit meinen Dings reingegangen bin, mit meinem Magier, ne? So, du machst ihn fertig, mein Gott. Warum ist denn er so stark? Weil er. Oh, du machst ihn fertig. Mit Level 1 Charaktere natürlich hier leveln. So, wie stellst du dich? Er macht sie natürlich fertig. Ja. So. Hm, wenn ich Projektion einsetze. Kommt sie an auch Erfahrungspunkte? Oh nein, ich brauche voll AP. Ich wäre ja gut ausgedacht hier. Da so, gut ist, jemand wird der Schaden nehmen, das heißt, sie kann heilen. Ne? In einer Runde werden wir sie ja wohl erledigen. Oh, sie wird aber wahrscheinlich hier in den Wald reingehen. Ne? Kann ich sie überhaupt treffen? Bitte auf mein Magier. Ah, nee. Autsch. Ich glaube, das wird aber reichen, ne? Zum Schaden, ja. Die machen für mehr Schaden. Ich will einfach nur sehen, ob was passiert, wenn ich mit dem angreife. Ich
Aber sogar daneben. Ja, mit ihr gehe ich, glaube ich, nicht rein. Nein. So. Okay, wenn ich sie aber alle hier hin platziere, dann kann sie gar nicht getötet werden. So, Heilung. So. Wie viel Erfahrungspunkte kriegen wir dadurch? Ja. Keine 10 Erfahrungspunkte. Gott sei Dank, Mann. Gibt nichts Schlimmeres, als wenn man 10 Erfahrungspunkte nur kriegt. Ich muss sie aber so bewegen. Denn du wirst ihn nicht erledigen. Nee. So, du triffst 100%, weil Magie ignoriert Felder. Grüner Glaube. So. Ah. Aber du bist nicht genug Schaden. Ja. 11. Du kannst dir ehrlich gesagt leisten, einmal daneben zu hauen. Punk. Au. Und wenn ich Glück habe, kann ich sie mit meiner Heilerin erledigen. Nee. Ein AP. Donk. Wow, ich konnte unter deinem Rock gucken. Pass auf. ついたところで。お、ちょっと、さっきの番組、ついてびに行けな。ここからはより実践的な模擬戦を行うわ。私も本気で戦います。これも使わせてもらうわね。お、ゲナー、エストリンガ。これは聖騎士の指輪。アイリン、レッツアス。紋章師を権限します。 Heiliger Ritter, da könnte das sein. Ah, oh, Sigurd. War der gerade am T-Posen? Ja, sagt hallo zum stärksten Lord in ganz Fire Emblem. Sigurd aus Fire Emblem 4. Sehr geil. Von dem wusste ich übrigens, dass der im Spiel war. Den hat man im Trailer gesehen. Habe ich mich super gefreut. Fire Emblem 4 ist eins meiner Lieblings. Fire Emblem. Das hat Game of Thrones unter den Fire Emblems. Ihr seid nah. Okay, das sieht schon spannender aus. Alles klar. Kann auch mein Magier einsetzen. Oh, ihr seid alle voll geheilt. Kann passieren, dass du auf vereinzelten Feldern Ansammlung von Emblemenergie vorfindest. Wenn eine synchronisierte Einheit ihren Zug auf ein Feld mit Emblemenergie, wird ihre Bündnisleiste vollständig aufgeladen. Ah. Aber sozusagen für den Fall, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich hier Marv eingesetzt hätte, um sie zu finishen, ne? Jetzt hier so ein Quest auf einen Gegner, siehst du die Bewegungsangriffsreichweite drücke, bla bla, habe ich schon gesehen. Fahrenzone haben wir schon gesehen. So, du gehst da rein, kannst ihm wieder die Waffen abnehmen, ne? Kann ich ja mal, Bro. Der macht schon wieder fertig. Da kann ich auch mal testen, ob der Projektion Erfahrungspunkte gibt.
Ja, rein, ne? Greifen aber an. Und da hat man ja richtig irgendwie Motivation, das Waffendreieck einzusetzen. Hm. So. Sie einfach fertig machen. Dann doppeln, ey. Soll ich ja vielleicht mal meine Gegner hier abdecken, ne? Man sieht ja alle Sachen eigentlich schon da unten. So. Und Level 20. Ja, Ritter tot. Das sind mehr oder weniger Stands, ne? Jetzt, wo ich darüber nachdenke. Das ist egal. Emblem von Holy War besitzt einen hohen Bewegungsradius, greift mit mächtigen Lanzentechniken an. Eure Bewegung wird erhöht. Ich bin so froh, Sigurd ist der stärkste Lord. Stärker als Ike. Definitiv stärker als Roy. War mit Royce. Wahrscheinlich der beschissenste Lord von allen. So, Wirklichkeit 5. Wirklichkeit 6. Ich kann mit dir angreifen im nächsten. Jetzt mal gucken, ob ihre Projektion was, obwohl kann eigentlich schaden, ne? Doch. Nein, dann will ich aber ihn nicht. Ich will eigentlich nur den Schützen hier anlocken. So, Projektion. Oh, da geht alle. Lass mal. Obwohl ich mir mal sehen, was das bringt. Da gibt keine Erfahrungspunkte. Dreck. Gucken, was jetzt passiert. Okay, 3 Schaden, das geht ja noch. Und sie hat Erfahrungspunkte bekommen. Sehr cool. Ja, wir könnten mit ihnen jetzt hier reingehen, ne? Impression. Dann könnte sie ihn angreifen. 1x2. Da bist du nicht effektiv gegen, ja. Ja, wenn ich dir 16 AP abziehe, wäre perfekt. Das ist nicht genug. Hm. Ja, ja. So. Dann kann ich dich fertig machen. Aber vorher. Oh, er kann mich dann brechen, ne? Oh, nein. So. Boom. Fisch. Ja, ich kann ja einen aufbrechen. Beim Schützen ist das jetzt nicht so tragisch, weil die kann man einfach im Nahkampf angreifen. Dann können die dann sowieso nicht treffen. Oh, oh. Auf wen gehst du los? Ich nehme an, du gehst auf ihn los, ne? Gegen Waffendreieck. Du machst aber nur 7 Schaden. Das ist nicht so schlecht. Du machst 9 Schaden, meine ich. Gleich weiche ich ja auf. Auf ihn losgehen. Schneller. Macht genau gleich. Okay. Ein da. Feuer. So, Feuer, ne? Ja. Jetzt immer noch nicht, was die FP bedeuten. Ja, 100. Geh weg, ich bin hier unten noch nicht fertig. Shigurudo. Ah! Gott. Ach, die macht so viel Schaden wegen dem Rittertod. Oh
Er ist doch ein bisschen näher. Aua, kannst du es wagen? Ich nehme an, sie war so effektiv gegen ihn, weil sie einen Rittertod hatte, ne? So, oh Gott, hier können wir... Oh, sie ist fusioniert. Wie sie jetzt aussieht, ey. Cool. Wir sind tot. Warte mal, was meine Homera? Ah, verdammt. Da verliere ich doch voll die Erfahrungspunkte hier. Wie viel Schaden macht sie denn? Physischer Angriff 20, aber weil sie einen Ritter tot hat, ne? Das ist super. Gut Heilmittel heilen. Oh, ich kann nicht sprechen. Bringt aber nicht viel, weil dann kommen die und machen mich fertig. Ja, kein Schaden. Ah. Oh, oh. Sie kann ja an jeden erreichen. Physischer Angriff 20, hallo? Ich muss noch einen Angriff überleben, ja. Ihre Verteidigung aussieht sowas mit tot. Okay, also sie kann mehr oder weniger jeden erreichen. Verdammt. Habe ich sie irgendwie zu früh getriggert oder was? Überlege gerade, wie ich das hier lösen kann. Ohne dass jemand stirbt. Ich will nicht, dass irgendjemand hier stirbt. Ich glaube, das kann ich nicht verändern. So, wenn ich mich hinbewege, dann bist du in Sicherheit, ne? Schaden machst du. Weil. Also das Wichtigste ist eigentlich, dass er nur noch einen Schaden überlebt, ne? Wenn sie macht 30 Ocken an Schaden. Mach ich hier. Macht mir hier viel komplizierter, als es eigentlich ist wahrscheinlich, aber ich kann auch Projektion einsetzen, ne? Ne, kann ich nicht. Wenn es keine volle AP hat. Und ich weiß, nehme an, die Charaktere können noch nicht sterben, weil wir noch im Trainingskampf hier sind, aber ich will das verhindern trotzdem. Überlege gerade nur, wie ich könnte ihn hier im, ne? Sie kann nicht mit einem Schlag erledigt werden. Macht sogar weniger Schaden. So, Problem ist auch sie zum Heilen. Ah, ist das so machen wahrscheinlich. Mach mal so. So, wir setzen mal ein Heilmittel ein, ne? Dann. Ne, ich habe mich halt aufgeführt. Obwohl. Ich muss nur dafür sorgen, dass die abgeblockt wird. So, er überlebt noch einen Angriff von ihr. Er kann ihn erreichen. Okay. Ich dich hierhin bewegen, ne? Wenn du dich hochhalt, dann müsstest du einen Schlag überleben. Außer sie setzt irgendwie eine Ringfähigkeit oder was weiß ich, wie das heißt, ein. Dann packen wir dich hier hin. Jetzt auch ein Heilmittel ein. Jetzt müssen wir eigentlich alle überleben. Wo ich glaube, sie kann immer noch nichts erreichen. Nein. Versucht den perfekten
Ausgleich an Erfahrungspunkten, ja. Cool. Wenn ich das Kapitel schon beenden. So, bitte mach mich nicht fertig. Oh. Okay. Was haben wir nicht die anderen beiden da auch noch erledigen? Oh, oh, oh. Wertvolle Erfahrungspunkte und ich weiß nicht, wie das hier mit dem Grinden ist. Das überhaupt vorhanden ist. Ja, solange ich eigentlich mit jedem Jahr auf volle AP bin, ist das eigentlich okay. Kann ich behalten? Also solange jeder aber hier auf volle AP ist, ist das eigentlich machbar, glaube ich, ne? Was sie nicht ist. Ich muss sie heilen. Okay, warte mal, ich sollte Rittertod einsetzen, ne? Warte, aber wieso kann ich denn nicht... Wieso kann ich mein Bündnis nicht aktivieren? Warte doch. Ich mach mir halt hier viel komplizierter, als eigentlich ist, ey. Ich muss das so machen, aber ich werde ihn nicht treffen. Schade, machst du gegen mich 15. Du machst überlebt damit ein AP 18. Nein, überlegen. Auf Fire Emblem ist zum Überlegen. Ich könnte sie mit. Was war ich da nicht? Ah, du müsstest treffen, ne? Aber geht nicht. War kack. Weil wenn alles im Bach untergeht, muss ich ihn halt benutzen, ne? Warum kann ich denn jetzt nicht mein Dings einsetzen? Ich habe das doch gar nicht benutzt. Kann ablaufen? Ach, ich weiß wieso. Wegen hier, ne? Ja, deswegen. Er hat gesenkt, Mann. Da weiß deine Fähigkeit noch mal irgendwann eben dem Wirkung erhält beide Treffer im Kampf. Aber was du hast Kitsch, ne? So, Kollege, du bist jetzt treffen. Anders weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll. Danke. Das ist das Einzige, was ich jetzt ja machen konnte. Ja. Du tust ja nicht One-Shot, ne? 20. Nee. Zack. Bon. Level up. Viel besser als ich erwartet hatte. So, dann muss ich dich hier wegpacken und wieder vorher heilen, sonst gehst du sowas von drauf. So, sie geht auf ihn los. Ja, wir haben es. So, ihr beiden macht mich nicht fertig, ne? 15 und was 12. Warte, ein AP. Wenn ich richtig gerechnet habe. Da.
Wir überleben das, kein Ding. Jetzt ich versuche die meisten Erfahrungspunkte in den Kampf hier rauszuholen. Theoretisch hätte ich auch einfach nur auf sie losgehen können, aber wäre zu langweilig. Ich weiß ja nicht, wie das hier abläuft mit dem Grinden und so, ne? Ob man irgendwie eine Möglichkeit hat zu grinden. So. Das ist ziemlich einfach jetzt, ne? Wir können einfach mit ihr hier reingehen. Oder habe ich jetzt mein Ding hier voll? Oh ne. So, ich muss dann den Zug hier beenden. Reicht noch nicht mal. So. Auf jeden Fall bitte. Nein. Weg, fuck, Flo. Ah, ich muss halt, will aber beenden. Also ich heile sie noch mal. Machen wir dann auf jeden Fall. Mach Power aktiviert. Oh, damit können wir nicht erledigen. Ah, let's go. Gerne, Lord, blöd. Demon Fang. So. So, Stärke, Magie und... Ah, Mann von Daniel. Wer hat den Gegner bricht, kurz hier einen Vorgang mit Schaden. So. Ist dann aber nur dann, wenn... Da muss ich mir noch alles angucken. So. So, und du kannst jetzt sie erleben. Oder auch nicht. Und ich kann sie noch nicht mal in Sicherheit bringen, ey. Dreck. Und sie wird sowas von auf sie losgehen. Ja. Ah, ich würde sie am liebsten hierhin bewegen, aber sie erreicht sie selbst da hinten, ey. Wie viel Bewegung hat sie denn? 12, ey. Eben noch mal heilen. Na, dann greifen wir dich an. Ich hoffe, sie hat nicht irgendeinen Super-Move oder so, wenn sie noch einsetzt. Hör mal auf meinen Heiler die ganze Zeit losgehen. Autsch. So, jetzt haben wir dich. Mich hier rein. Heilung. All das für ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Boom, aber Level abbekommen. Ein Stärken Magie. Eine Flame ist richtig stark geworden. Frame. So, jetzt können wir eigentlich mit unserem Hauptcharakter erledigen. Ich würde sagen, das passt. Ne? So. Was geht? Aufmerksamkeit. Auf mich bitte. Dich und dein Stand erledigt. Ja, das Kapitel war sehr viel länger, sehr viel kürzer, als ich jetzt herausgezogen habe. So, ja, er hat alles mehr oder weniger gewonnen. Stattet. Okay.
So, und jetzt kommt wieder ein Speicherbildschirm, ne? Ja, gut. Dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich glaube, die werden immer so ein bisschen länger dauern, ne? So eine Stunde. Je nachdem, was passiert, ne? Je nachdem, wie lange ich jetzt brauche. Und ja, gut. In dem Sinne sage ich dann Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn ja, lasst doch mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar hier geizkragen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski.